Hallihallo, guten Morgen. Der Landkreis Rostock, der Milchbaron XXL ist wieder am Start und ja, man sieht, neuer Tag, April Teil 2 und die Ballenmission ist gleich fertig. Wir werden einmal, jetzt wenn wir hier abladen, denke ich mal, zack, 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 Mission beendet. Wunderbar. Und wir haben jetzt schon 22.000 Euro für verkaufte Ballen bekommen. Ich glaube, wir sind noch lange nicht fertig. Wir haben noch einiges an Ballen liegen da hinten. Aber wieso? Warte mal, das ist hier nicht richtig. Du musst es so fahren. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Der hat keinen Kurs drin. Gut, bei dem passt das. So, wir müssen genau hier weitermachen. Nee, nicht mit dem. Mit dem hier. Silage fahren mal wieder. Da dürfte ja in der Nacht ein bisschen was produziert worden sein. Das heißt, wir bringen das wieder rüber zur Mischfutteranlage. Wir müssen Gras fahren in den Schnellfermenter. Das müssen wir dann auch gleich noch in die Wege leiten wieder. Damit hier alles so läuft, wie es laufen soll. Wir können aber mal gucken. Wir brauchen Mix 3 bei Mineralfutter. Was ist Mix 3? Mineralfutter. Das sind Sojabohnen. Das heißt, wir kaufen ein. Getreidehandel, Getreide, bringen das zum Mineralfutter, Sojabohnen, eine Runde und los geht's. So, dann kann der einmal die Sojabohnen holen und wir... Oh, wir brauchen auch Silage, sehe ich gerade, für die BGA. Die Mischfutteranlage hält länger durch. Ah, jetzt ist die Frage, was machen wir zuerst? Was machen wir? Ja, ich glaube, das Mischfutter ist wichtiger. Nee, wir füllen erst weiter das Mischfutter. Wie viel haben wir denn hier drin? Nix mehr. Okay. So gut wie leer. Das heißt, wir können da gleich Gras nachfüllen. Ja, da sind wir bald leer. Das heißt, jetzt haben wir schon so viel Silage und es reicht immer noch nicht so wirklich. Das ist schon hart. Was wir aber auch gleich mal gucken können, ist, wie es bei der Molkerei aussieht mit Käse. Vielleicht können wir ja wirklich schon mal unseren ersten Käse verkaufen. Ich habe im Übrigen, das hatte ich ja gesagt, die Molkerei arbeitet jetzt einen Ticken schneller. Einen kleinen Ticken, na gut, doppelt so schnell. Damit wir einfach die komplette Milch verarbeitet bekommen. Da dachte ich mir, das können wir mal so machen. So, genau, jetzt brauchen wir Gras.
Gras, 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 Häckselgut, Gras. Sind auch nur 400.000, also es ist gar nicht mehr so viel, was wir hier noch haben. Der Kuhstall 01 braucht Wasser. Warte mal. Da müssten wir. Können wir das einmal wieder hier zurückladen? Das müsste doch gehen, oder? Ja, guck mal. Perfekt. Dann heißt das nämlich, wir brauchen Wasser. Wobei, dann machen wir das doch direkt genau so. Wir machen auch einen Ordner, Ausrufezeichen, MV Kühe, MVA Wasser. Achso, ne, müssen wir einmal hier machen. Ausrufezeichen, Kühe, MVA Wasser. Zack, und dann schieben wir da die drei oder vier Wasserpunkte rein. Kälberwasser, Kälber 2 Wasser. Q1. Und dann lassen wir auch jetzt mit dem einfach die ganzen Ställe mit Wasser befüllen. So, wir fangen aber an bei der MVA. Entnahme Wasser und bringen das hierhin mit Wasser und sagen hier dann eben auch. Entladen, rotierend. So. Gut. Ja, wir machen erstmal hier weiter. Ja, Mist ist auch schon wieder ein bisschen. Man sollte auch besser zielen. Ja, dann machen wir einer, der quasi jetzt nur Futter fährt, einer fährt Wasser. Perfekt. Das heißt, wir können wirklich gucken, dass wir gleich mal wieder ein paar Kühe kaufen. Weil es kommt ja jetzt doch, ups, ein bisschen Geld rein durch durch die Ballenmission und vor allem jetzt gleich nochmal durch die Ballenverkäufe. Weil hier fährt. Oh. War es das etwa? Warte mal, das müssen wir kurz angucken. Ballen anzeigen. Können wir ja kurz auf der Karte schauen, ob da noch Ballen jetzt rumliegen. Wir waren auf der 55. Da sind noch welche. Kollege. Achso, ich sitze da schon drin. Ha. Warte mal. Da müssen wir noch mal abchecken. Da müssen wir noch mal gucken. Oh, der Regen hört auf. Oh, und da ist ihnen gerade Sojabohnen gekauft worden. Da ist Geld rausgegangen. Aber guck mal, wir haben noch 14 Ballen, die jetzt weggebracht werden. Lux. Ui.
das, was hier kommt. Dann haben wir hier einen da vorne. Und dann haben wir da irgendwo da oben noch welche. Naja, Ordnung muss sein. Und wenn er da jetzt auch noch ein Grasballen dazwischen sein sollte, dann wird halt ein Grasballen verkauft und fertig. Also einen sehe ich da noch. Das ist auf jeden Fall Silage. Na, das sind sogar zwei, glaube ich. Und vorne im Eck müsste auch noch einer liegen. Oh, je mehr, desto besser. Na komm. So. Ja gut, einmal Gras haben wir dazwischen. So. Dann einmal abladen. So, du fährst schon Wasser. Wo bist du? Ah ja, du lädst gleich ab. So, gut, dann machen wir hier weiter. Ne, dann würde ich gleich sagen, dass wir mal wieder Kühe kaufen. Ja, mal wieder hört sich auch gut an, dass wir überhaupt Kühe kaufen. Nach langer Zeit mal wieder. So ist es besser, glaube ich. Aber das heißt, wir haben ja alle Ballen schon weg. Das heißt, wir können 44.000 Euro kassieren. Ja, wir haben zwar noch schöne Missionen jetzt hier ballen, aber ich habe im Moment ehrlich gesagt keine Lust, noch mehr Missionen zu machen. Das heißt, wir werden jetzt einfach gucken, dass wir jetzt noch ein bisschen hier die Produktion versorgen. Und dann denke ich mal, werde ich dann auch einfach schon vorspulen, dass wir am Mittwoch vielleicht dann schon im Mai sind. So, mal gucken, wo ist... Das ist der eine. Wo ist... Ah ja, der lädt hier gerade ab. Gehält. Oh, 28.000 wollen wir. Dann lass uns mal... ist ja im Grunde egal, zu welchem Stall wir gehen. Hier ist, glaube ich, hier sind 600 Kühe drin. Hier sind 710. Da ist noch nichts. Komm, dann ist das unser richtiger Stall. So. Wir nehmen die ganz ausgewachsenen. 99.000 kaufen. Ja. 100. Oh, du hast nicht genügend Geld. Okay, dann nehmen wir 40. Dann haben wir 100 Stück neu dazu. So, hier ist noch kein Wasser drin. Das heißt, da müssen wir dann hoffen, dass der Wasserfahrer sich gut darum kümmert. Aber 100 Kühe mehr sind 100 Kühe mehr.
Ja, Kälberstall 02, alles verbraucht, wissen wir. Ja, dann, wie gesagt, dann würde ich nämlich sagen, dass wir dann relativ gemütlich Richtung Mai uns aufmachen. Die Versorgungsfahrzeuge hier werde ich weiter fahren lassen. Und ja, alles Weitere werden wir dann in 2 Tagen sehen, wenn wir uns am Mittwochmorgen wiedersehen. Ja gut, dass die BGA jetzt erstmal keine Silage dann mehr hat, ist dann halt so, wenn sie leer laufen sollte. Wobei, das dauert ja auch noch ein bisschen. Und bis dahin wird das schon ausreichen. Also wir wollten nach dem Käse gucken, genau. Ja, guck mal, hier kommt noch mal rein. Wo ist denn? Da ist er. Oh, guck mal, da steht doch einiges. Ja, müsste eigentlich noch was reinpassen. So. Da drüben ist, so wie es aussieht, ein Loch frei. Kann das sein? Oh, da muss ich jetzt einmal kurz die Superkraft ausmachen. Ja, da ist einer. Ein Loch haben wir nicht gut beladen. So, da fahren wir einfach mal ein bisschen näher ran. Dann gucken wir mal, ob er es jetzt besser belädt. So, eine Palette. Ja, müssen wir noch warten. Ich hätte jetzt gerne noch den ersten Käse verkauft, aber so, wenn es nicht ist, dann werden wir darauf noch etwas warten müssen. Aber dann machen wir den Käseverkauf, auch wenn wir da sind, wieder da sind. So, ja, du hast hier nichts mehr, das ist klar. Dann geh parken. Holen wir mal alles, was an Fahrzeugen unterwegs ist, schön schnell zurück. Oh, dann holen wir hier noch das letzte Gras. Also wie gesagt, wenn es ganz eng werden sollte, können wir ja immer noch auch Gras mal einkaufen. Das ist ja auch nicht das große Problem. Tja, aber ich würde sagen, ihr Lieben, wir machen hier erst einmal Feierabend. Wie gesagt, am Mittwoch dann werden wir vermutlich Mai haben. Vielleicht gibt es dann ja ein paar neue andere Missionen, die wir dann noch nebenbei machen können. Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einfach ein Däumchen da und ja, bleibt gesund und schaut wieder rein. Also, bis dahin.